Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und es ist schon ewig her, dass ich eine Sonderepisode für euch aufgenommen habe. Aber ich wurde inspiriert, wenn auch nicht getaggt, von Book Friends Forever, die auf YouTube den Entweder-Oder-Buch-Tag in sogar zwei Videos beantwortet haben. Gut, die Mädels sind auch zu zweit. Ich denke, bei mir wird es deutlich schneller gehen. Ich habe also von beiden Videos alle Fragen jetzt hier in diesem Tag zusammengenommen. Verlinke euch aber auch noch bei mir auf der Website bücherreich.net die beiden Ursprungsvideos. Also ich muss mich jetzt wahrscheinlich entscheiden zwischen Pest und Cholera. Ich muss auch sagen, ich habe die Fragen gar nicht mehr so präsent. Habe ich extra gemacht, damit ich vielleicht ein bisschen auch mal drüber nachdenken muss und nicht irgendwie schon sofort so, ja, das und das. Frage Nummer 1. Was findest du schlimmer, ein ausgeliehenes Buch gar nicht mehr zurückzubekommen oder mit Eselsohren zurückzubekommen? Boah. Beides fies. Ich glaube fast mit Eselsohren zurückzubekommen. Denn wenn es ein Buch ist, was ich gerne bei mir in meiner Bibliothek quasi behalten möchte, dann sieht es halt hinterher abgegribbelt aus, während wenn ein Buch gar nicht mehr zu mir zurückkommt, entweder vergesse ich es tatsächlich, also ich habe auch gar keine richtige Übersicht, wem ich was irgendwie ausgeliehen habe, leihe auch relativ häufig meiner kleinen Schwester was aus und so weiter und so fort. Das heißt, so richtig eine Liste, eine Übersicht oder ähnliches habe ich eh nicht. Und dann denke ich mir auch manchmal, und ich glaube, das hat damals mein Psychologieprofessor in der Uni auch gesagt, wenn es nicht mehr zurückkommt, dann ist es vielleicht sogar so, dass derjenige, der es ausgeliehen hat, dass es irgendwie ein Herzensbuch geworden ist oder dass er da oder sie dort so viel rausgezogen hat, dass sie es nicht mehr zurückgeben möchte sozusagen. Und deswegen, ja, würde ich fast sagen, lieber gar nicht mehr zurückbekommen. Weil dann die Hoffnung wenigstens da ist, dass es ein neues, tolles Zuhause gefunden hat und jemand das abgöttisch liebt. Frage Nummer 2. Magst du es lieber, ein gehyptes Buch auch zu lieben oder ein unbekanntes Buch zu lieben? Ich würde sagen, ein gehyptes Buch auch zu lieben, denn ich liebe es einfach, A, dieses Gemeinschaftsgefühl, was sich daraus irgendwie ergibt, und B, gibt es dann relativ viele Memes oder Zeichnungen, kreative, ja, viele, die irgendwie auf so einen kreativen Zug aufspringen und sich irgendwie, was weiß ich, wie gesagt, was zeichnen oder Fanfiction oder weiß der Kuckuck was, und wo man dann auch wirklich stundenlang auf Pinterest, also ich weiß noch, ich habe das damals zu Legend von Mary Lou, habe ich da auch Stunden verbracht, oder auch Vampire Academy gibt so viele Zitate in schön aufbereitet oder irgendwelche, ja, Zeichnungen von den Charakteren und ja, das gefällt mir einfach richtig gut. Frage Nummer 3. Willst du lieber, dass dein Lieblingsbuch verfilmt wird oder dass dein Lieblingsfilm als Buch erscheint? Das sind aber auch gemeine Fragen. Ich finde beides natürlich cool. Meistens sind ja die Filme schlechter als das Buch. Deswegen, man kann natürlich auch ganz schön das Lieblingsbuch verhunzen, sage ich jetzt mal. Ich sag mal, Die Frau des Zeitreisen war ja auch so ein richtiger Kitschfilm, der mit dem Buch wirklich, mit der Tiefe vor allen Dingen des Buchs überhaupt gar nichts mehr zu tun hatte. Deswegen würde ich eher sagen, Lieblingsfilm als Buch. Denn dann hat man vielleicht nochmal die Möglichkeit, tiefer in die Motivationen der Charaktere einzusteigen und verbringt irgendwie nochmal Zeit damit und nimmt die Geschichte nochmal auf eine andere Art und Weise zu sich, wenn man so möchte. Frage Nummer 4. Was ist schlimmer, ein Cliffhanger oder eine Lieblingsfigur stirbt? Definitiv die Lieblingsfigur. Ein Cliffhanger kann sich ja im nächsten Band möglicherweise auflösen, wenn es eine Reihe ist. Aber so eine Lieblingsfigur, das ist schon immer hart. Muss ich ganz ehrlich sagen. Frage Nummer 5. Liest du in einer Reihe lieber den neuesten Band direkt, wenn er erscheint? Oder wartest du lieber, bis alle Bände einer Reihe erschienen sind? Definitiv, bis alle Bände einer Reihe erschienen sind. Tendenziell jedenfalls. Ich muss auch schmunzeln, weil ich habe hier diverse Buchreihen komplett schon im Regal stehen. Und ich weiß gar nicht, ob es mir gefällt. Das ist eigentlich dumm. Eigentlich ist es Quatsch. Aber ja, theoretisch, wenn es einem dann wirklich gar nicht gefällt, dann könnte man den Rest der Reihe ja aussortieren. Wobei ich das auch schon an einigen Stellen nicht gemacht habe. Also zum Beispiel den ersten Band von Red Rising fand ich nicht so toll, ehrlicherweise. Eigentlich ganz furchtbar sogar. Aber die anderen 4 Bände, glaube ich, die da so auf Deutsch schon erschienen sind und die ich auch als Exklusivausgabe irgendwie von der Bücherbüchse gekauft habe, die stehen immer noch im Regal. Ich will dem auch nochmal eine Chance geben, aber ja, auch von Elise Kova, die, ich weiß gar nicht, ob die Air Awoken-Reihe, ob die insgesamt so heißt, auch die habe ich irgendwie schon mit allen 5 Bänden und so weiter. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Reihen, die ich komplett im Regal stehen habe und wie gesagt noch gar nicht wirklich weiß, ob es mir gefällt oder nicht. Aber ich muss auch sagen, ich kriege auch richtig Gedächtnislücken, ne? Also wenn ich längerfristig zwischen 2 Bänden einer Reihe habe und deswegen tendiere ich auch eher dazu, erstmal alle zusammen und dann in einem Rutsch quasi wegzulesen, ich kann mich dann schon mal nicht mehr an irgendwelche
Handlungen, Charaktere und so weiter kann ich mich dann relativ schlecht erinnern tatsächlich. Also gerade die Handlung wird irgendwann ausgelöscht. So ganz grob würde ich schon sagen, dass ich recht viele Bücherinhalte und was da so passiert quasi auch im Nachhinein noch gut kenne. Aber ja, wie gesagt, gerade, es fällt mir schon schwer, gerade bei so Reihen, wenn dann viel Zeit dazwischen vergangen ist, mich an alles zu erinnern, was irgendwie relevant ist für das nächste Buch. Deswegen mag ich das lieber eigentlich quasi am Stück alles zu lesen, was in der Reihe erschienen ist. Frage Nummer 6. Würdest du lieber deinen Lieblingsautor oder deine Lieblingsfigur treffen? Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass man den Lieblingsautor ja durchaus treffen kann, weil es mittlerweile ja viele Lesungen gibt, Meet and Greet, Buchmessen und weiß der Kuckuck was. Während die Lieblingsfigur ist es ja nicht möglich. Und deswegen würde ich fast sagen, lieber würde ich das machen, was nicht möglich ist. Nämlich die Lieblingsfigur zu treffen, das wäre schon irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob man dann so eloquent und so weiter wäre, wenn man diese Figur tatsächlich trifft, aber das fände ich schon echt cool. Frage Nummer 7. Nie wieder Neuerscheinungen lesen oder nie wieder rereaden? Das finde ich richtig hart, muss ich sagen, denn es gibt so eine Handvoll Lieblingsbücher, die ich gerne rereade, also nochmal lese. Aber ehrlicherweise mache ich das so selten, dass ich tatsächlich mich für die Neuerscheinungen entscheiden würde. Denn die anderen habe ich ja schon gelesen und ich kenne die Geschichte und ich weiß, dass es mir gut gefallen hat und ich wäre mega traurig, wenn ich sie nicht erneut lesen könnte, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, es würde mir, also ich entdecke auch gerne neue Geschichten und ich glaube, es wird mir sehr langweilig werden, wenn ich die, ja, lass es zwei Handvoll an Lieblingsbüchern sein, die ich halt immer und immer wieder lese oder meinetwegen auch sogar alle, die ich bisher in meinem Leben gelesen habe. Das sind deutlich mehr als zwei Handvoll, aber müsste ich jetzt auch nicht alles nochmal lesen, sondern ich lese eigentlich nur die nochmal neu, die ich wirklich richtig gut fand und vielleicht auch, wenn ich das Gefühl habe, je reifer ich werde oder je mehr ich mich entwickle in meinem Leben, in meinem Alter, dass ich dann das noch mehr wertschätzen kann oder noch mehr mich reinversetzen kann und dann lese ich sie halt ein paar Jahre später quasi nochmal und das ist auch immer richtig cool, aber ja, nee, ich würde mich eher für die Neuerscheinungen, Nein, ich habe mich jetzt quasi für das nie wieder rereaden entschieden, so rum. Und mich somit für positiv die Neuerscheinungen entschieden. Also, wenn die Frage ist, nie wieder Neuerscheinungen oder nie wieder rereaden, dann würde ich sagen, nie wieder rereaden. So, war aber, glaube ich, auch klar. Frage Nummer 8. Lieber ein Plot-Twist, der dich ehrlich umhaut, oder das Gefühl, wenn du recht mit einer Theorie, einer Vermutung hast? Ich glaube lieber der Plot-Twist, ehrlich gesagt, denn häufig ist es so, ja, man fühlt sich irgendwie cool und gut, wenn man irgendwie recht mit einer Theorie hatte. Gleichzeitig ist es dann ja aber auch sofort mehr vorhersehbar, wenn man so möchte. Also ja, dementsprechend, ich würde lieber einen richtigen Plot-Twist haben, der einen richtig umhaut. Frage Nummer 9. Lieber eine einzige Figur, die erzählt, oder viele Erzählperspektiven? Also ich muss sagen, dass mich zum Beispiel bei Das Lied von Eis und Feuer das wahnsinnig genervt hat, dass wir immer wieder unterschiedliche Leute begleiten sozusagen. Und es gab einfach ein paar, deren Geschichte hat mich so ein bisschen weniger interessiert als andere. Das ist ja, glaube ich, ganz normal. Deswegen, wenn es die richtige Figur ist, die erzählt, dann lieber eine einzige Figur, muss ich sagen. Weil es dann auch ein bisschen spannender ist, weil man eben nicht die Innensicht der anderen Leute hat, sondern quasi nur, was die erzählende Figur denkt, was die anderen von ihr denken oder bestimmte Sachen ja auch aufgreift. Was weiß ich, wenn Leute was sagen, ist das dann auch wirklich so gemeint oder nicht? Das kann man ja quasi dann nur subjektiv betrachten. Also ich glaube, lieber eine einzige Figur, die erzählt, als zu viele, steht hier nicht, als viele Erzählperspektiven. Frage Nummer 10. Was ist schlimmer? Ein Freund, eine Freundin hat ein Buch empfohlen, was dir dann gar nicht gefällt, oder ein Freund, eine Freundin liest dein Lieblingsbuch und findet es doof. Ehrlicherweise bin ich da egoistisch und sage, ich hätte lieber, dass ich mein Lieblingsbuch reinen Herzens, sage ich jetzt mal, einer Person gebe und die findet das doof. Dann habe ich nicht meine Zeit damit verplempert, ein Buch zu lesen, was mir nicht gefällt. Also da bin ich tatsächlich gerade mal egoistisch. Und ich finde ja auch, also ich würde es der Person dann auch nicht krumm nehmen, weil die Geschmäcker sind einfach unterschiedlich. Und was weiß ich, manchmal ist es ja auch so, dass es zu der Zeit auch nicht gut passt. Oder na, also wie gesagt, ich wäre dieser Person nicht böse darüber, auch wenn es mein Lieblingsbuch wäre. Und dementsprechend würde ich gerne meine Zeit nicht damit verschwenden, in Anführungsstrichen, Bücher zu lesen, die mir gar nicht gefallen. Und dann auch noch sozusagen dem Freund oder der Freundin sagen zu müssen, so, das war nicht meins, aus folgenden Gründen oder auch ohne Gründe. Ja, das ist dann, glaube ich, eher nochmal eine Zwickmühle, als wenn jemand anders was liest und das einfach doof findet. Frage Nummer 11. Lieber ein Buch, das in der Vergangenheit spielt und historische Ereignisse einfängt, oder ein Buch, das in der Zukunft spielt und visionäre Ideen erkundet? Schwierig, aber ich würde sagen,
die Zukunft, weil ich dann doch mehr und sehr gerne auch tatsächlich Dystopien lese, die ich dann durchaus so zu Science-Fiction zählen würde, die sehr nah an unserer Welt dran sind, aber vielleicht mit irgendeiner Idee um die Ecke kommen, die halt bei uns so noch nicht existiert in der Gesellschaft, in der Technik oder wie auch immer. Und das finde ich eigentlich immer relativ spannend, so diese Gedankenspiele aufzumachen, was wäre wenn. Und ich finde das ein bisschen spannender als historische Ereignisse in Büchern, die in der Vergangenheit spielen, glaube ich. Frage Nummer 12. Lieber ein Buch basierend auf seiner Titelbeschreibung kaufen oder blind bzw. nur auf dem Cover basierend eintauchen? Eintauchen. Also ich kann das nicht. Also nur nach Cover kaufen kann ich nicht. Ich muss zumindest einmal den Klappentext irgendwie durchgelesen haben. Weil ich finde, alleine der Titel und das Cover sind nicht aussagekräftig genug. Also ich würde schon so grob wissen, in was für eine Richtung geht das, was erwartet mich an Handlung, ne, so in die Richtung. Also das muss ich irgendwie wissen für mich. Ob ich jetzt den Klappentext kurz vorher, bevor ich nochmal dazu greife, lese, nein. Also dementsprechend gehe ich schon, was heißt blind, also so auf einem Auge blind vielleicht, in so eine Geschichte rein. Aber ich glaube, Titelbeschreibung. Und dann erst kaufen. Also es ist nie so, dass ich in einen Buchladen reinlaufe und sage, ne, ich gucke jetzt mal und nur das, was mich optisch anspricht, das nehme ich. Sondern ich muss mir immer den Klappentext durchlesen. Oder wenn ich zum Beispiel auch Bücherpodcasts höre, da wird auch immer zumindest ansatzweise und leicht beschrieben, worum es geht. Was ja auch sinnvoll ist, weil nur alleine, wie man sich davon fühlt, ist ja irgendwie nur die halbe Miete, sage ich jetzt mal, in so einer Rezension. Man sollte ja schon auch so ein kleines bisschen erzählen, wie, wo, was, warum. Genau, deswegen, ich glaube, basierend auf seiner Titelbeschreibung kaufen. Und die letzte 13. Frage. Lieber ein Buch mit einer komplexen Welt, das jedoch lange braucht, um in die Geschichte einzutauchen, oder ein Buch mit einer sofort fesselnden Handlung, aber ohne komplexe Welt. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt leichter, als ich dachte. Ich glaube, ich mag es lieber, wenn die Welt vernünftig aufgebaut ist. Auch wenn es dann ein bisschen dauert, bis die Action losgeht. Weil einfach ich schon häufig ins Klo gegriffen habe mit Büchern, die wirklich sofort eine fesselnde Handlung auf Seite 1 und nach dem Motto entfalten, wo man sich aber sehr früh dann fragt so, hä, verstehe jetzt gerade irgendwie überhaupt nicht, wo bin ich, wie viele und warum. Also es gehört für mich schon sehr dazu, dass man die Welt dann auch versteht. Dazu zählt für mich ehrlich gesagt auch sowas wie Motivationen, warum macht derjenige irgendwas. Das gehört für mich ehrlich gesagt auch zu einer Welt, nicht nur im klassischen Fantasy-Sinne, wenn man so möchte. Und deswegen würde ich sagen, lieber ein Buch mit einer komplexen Welt, die jedoch lange braucht, um in die Geschichte einzutauchen. Oder das jedoch lange braucht, um in die Geschichte einzutauchen. Ich glaube, das ist so eher mein Ding. Auch wenn es dann manchmal dadurch langweilig ist. Also eigentlich perfekt ist natürlich, wenn einfach die Balance stimmt. Muss man ganz klar sagen. Und das ist eine echte Kunst. Das waren meine Antworten zu dem Entweder-Oder-Buch-Tag. Mich würde wahnsinnig interessieren, für was ihr euch entschieden hättet. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren auf buicherreich.net bei der Episode oder bei Instagram. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.